Ihr habt euer Geld in Gesundheit investiert. Lachen ist gesund, aber nicht immer gratis. Aber nein, Comedy-Shows sind eigentlich keine neuen Erfindungen. Schon die Neandertaler haben in ihren Höhlen lustige Geschichten erzählt über die Muttertaler. Leute, hört zu. Zwei Muttertaler in einer Höhle, sagt der eine, wow, ist dunkel da innen, oder? Sagt der andere, keine Ahnung, ich sehe nicht. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es egal, ob wir über was wir lachen, solange dass wir lachen. Zum Beispiel politisches Kabarett oder Satire oder Theater ist manchmal sehr intelligent, aber völlig ungesund. Aber ein guter Pimmelwitz kann dein Leben um 5 Jahre verlängern. Und Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass es egal, ob wir richtig lachen oder nicht. Ein künstliches Lachen ist auch gesund. Zum Beispiel, wenn man einfach aus dem Nichts einfach so lacht. Ist auch gesund. Sieht einfach bescheuert aus, aber es ist gesund. Nein, es ist wie eine Frau, die einen Orgasmus vortäuscht. Für uns Männer ist das gut genug. Es ist eigentlich völlig egal, was ihr macht. Solange wir machen können, was wir machen wollen. Könnt ihr eure Steuerformel ausfüllen, ist uns scheißegal. Aber apropos Sex. Darf ich hier über Sex so Klartext reden? Danke. Frauen und Männer beim Sex, völlig anders. Zum Beispiel, Frauen lieben Vorspiel. Das ist unsere Männer eigentlich scheißegal. Würden lieber Fußball anschauen. Ja, Schatz, kannst du selber machen, komm in einer halben Stunde. Aber Frauen lieben Vorspiel. Frauen sind so, oh, Vorspiel, Vorspiel. Oh, ich bin ein Wald vom Vorspiel. Oh, komm, ich will dich, du hängst. Nein, noch nicht. Komm, ich will dich. Nein, noch nicht. Männer sind so, stundenlang. Sie verstehen nicht, das tut uns weh. Ja, schütteln Sie mal eine Coca-Cola-Flasche eine halbe Stunde lang, oder? Man entwickelt etwas Druck, so. Und wir Männer, wir haben ein klitzekleines Problem, oder? Je länger das Vorspiel, desto kürzer das Hauptspiel. Hier ist der Vorspiel zu lange, kann es passieren, dass der Hauptspiel vorzeitig beendet wird. Wegen Verlust der gesamten Mannschaft. Und im Mai. Ja, wegen Verlust der gesamten Mannschaft. In meinem Alter ein neues Team zusammenzustellen. Kann bis eine Woche dauern, oder? Ja, mit 20 war es anders. Mit 20 habe ich eine Reservebank gehabt. Bereits im Einsatz. Männer, das erste Team hat verloren. Bereits im Einsatz. Yes, sir. Mit 40 sieht es anders aus. Männer, das erste Team hat verloren. Bereits im Einsatz. Ja, keine Lust. Der Hans-Rudi hat gerade den Grill angeschmissen.